Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der TB Hero Conflict Remastered Edition auf Seiten der GDI Ausnahmezustand. Ganz genau, liebe Leute, Add-on-Kampagne. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier und haben uns unsere Basis fast fertig aufgebaut. Fast, ich sage fast, weil wir brauchen noch unsere Hubschrauber. Und wir haben in der letzten Folge unter... Was ist das denn hier? Unter starkem Beschuss haben wir uns jetzt quasi vom Würgegriff der Noddies befreit. Da ist noch ein Tor. Da ist noch eine Basis. Da ist noch eine Basis. Okay. Und ja, wir haben uns jetzt hier aufgebaut. Wir haben uns jetzt hier erfolgreich verteidigt, würde ich mal sagen. Und ja, dann... Ha! Hä? Aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum kriege ich jetzt einen Hubschrauber? Agent Delphi. Errichten Sie eine Basis. Warten Sie, bis Agent Delphi Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Aber wo ist er denn, der Delphi? Weiß ich doch nicht. Ach, da oben oder was? Wartet mal, Leute. Diese Mission könnte schneller vorbei... Nein, stopp. Bleib bitte hier. Der hat überall Flakstellung. Aber ich kann ja hier hinten. Aha. Ich kann den Hubschrauber ja hier hinten hinmachen, ne? Den Chinook. Geldmittel unzureichend. Die Frage ist jetzt halt. Auf die Währung landen kann er nicht, ne? Die Frage ist jetzt halt wirklich. Oh. Da ist noch mehr! Ja, okay. Dann reparier dich. Oh Mann. Der Hubschrauber ist weg. Okay, liebe Leute. Interessant. Ja, ihr seht, die Nordis, die haben hier alles zugepflastert. Schaut euch das an, das ist uneinnehmbar. Okay. Es sei denn, wir haben jetzt hier sehr viel Tiberium, ne? Wir können Orcas bauen. Ich könnte jetzt noch einen Ionenwerfer bauen, mache ich auch gleich noch. Was versucht er da schon wieder? ja, Leute, wie gesagt, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten CNC Remaster. Wie wir jetzt hier versuchen, diese massiven... diese massiven Not-Einheiten hier platt zu machen. Das ist ja echt nicht mehr wahr. Guckt euch das an, die Flugzeuge, die können gar nicht mehr landen. Weil der ja alles vollgebaut hat. Oder hatte ich da einfach nur Glück, weil der sich hier voll ge... Schon wieder einer! Schon wieder einer! Sag mal, wie viele Atombomben hat denn der Kerl? Das ist mal wieder so typisch KI, ne? Wir kriegen die Atombombe nur einmal und der hat keine Ahnung wie oft. Ja, toll. Leute, das ist doch unfair. Da haben wir wieder die Unfairkeit des Spiels hier, ey. Mann. Ja, kann ich wieder Waffenfabrik neu bauen, ey. Mann, 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 das kostet doch 2000. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Die Frage ist halt auch, müssen wir echt alles platt machen? Da ist der scheiß Tempel. Müssen wir echt alles platt machen? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Er hat jeweils drei... Wartet mal. Errichten Sie eine Basis und warten Sie, bis Agent Delphi Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Er wird Ihnen zeigen, wie man am besten zur Nordbasis gelangt. Errichten eine Basis... Okay. Ja, toll, Delphi. Ich habe den Hubschrauber eben verloren. Also, keine Ahnung. oh Mann, Leute. Sammler, haben wir's? Wo ist mein dritter? Einen Sammler hat er von mir weggeballert, der Penner. Ach, Leute, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst, ey. Der hat einen dritten... Schaut euch das an. Die Flieger, die fliegen hier rum. Der hat mir einen dritten Sammler weggeballert, ey. Das ist doch nicht wahr. Neue
So, kann ich mir sicher komplett neu aufbauen. Ach, ist das nervig, ey. Ist das nervig. Die Frage ist halt, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Ah, wartet mal. Ich baue mir eine dritte Raffinerie einfach. Wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann haben wir da überhaupt eine realistische Chance, hier alles platt zu machen? Keine Ahnung. Aber hier käme man eher rein als hier. Schaut euch das an. Ganze Motorräder. Aber wie gesagt, es kann doch sein, dass ich einfach Glück gehabt habe, dass der sich hier vollgebaut hat, ne? Und dann nichts mehr machen kann. Ja, das ist logisch. So, Leute. Ich brauche jetzt diese dritte Raffinerie. Meine Güte, ey. So, ich habe meine vier Mammuts, aber mit vier Mammuts kann ich nichts reißen. Definitiv nicht. Leute, definitiv nicht. So, dann. Konstruktion fertig. Habe ich jetzt hier meinen dritten Sammler wieder. Mein Gott. So. Turm nachbauen. Verdammte Kacke hier. Okay, aber anscheinend brauche ich keine drei Türme mehr. Zwei reichen scheinbar. Ah, die Männchen, die könnt ihr bitte platt machen. Ja, natürlich. Klar. Ja, die Männchen könnt ihr platt machen. Oh, 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 oh. Unsere Basis wird angegriffen. Boah, Gott sei Dank. Zum Glück ist der blöd. Ganz ehrlich. Zum Glück ist der blöd. Gut, dann können wir danach tatsächlich jetzt mal die Kommunikationszentren. Ach nee, ich brauche noch einen dritten, einen vierten Orca. Oh Gott, Leute. Was für eine Hammermission. Ah, gut, aber hier oben halt, ne? Ich kann aber auch keinen Chinook bauen, oder? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur Orcas bauen. Das ist gerade so fertig geworden, ey. Mann, 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 Mann. Und der hat überall Flachs, ey. Dass man auch nicht mit dem Luftangriff da reinkommt. Ach du Scheiße. Die Mammuts, die werden halt auch wie die Fliegen kaputt gehen, ne? Wenn ich jetzt hier oben angreife, gleich. Kommunikationszentrale, komm, ist mir jetzt egal. Leute, ich muss irgendwo angreifen. Oder man weiß es ja nicht, ne? Aber ich glaube, so ist, da ist der Tempel. So, aber den Tempel kann ich mit einem Ionenwerfer nicht platt machen. Der reicht nicht. Jawohl, Sir, reiche auf. Es könnte klappen, wenn ich den Ionenwerfer hier drauf schmeiße, einen davon platt mache und dann mit dem Mammuts direkt erstmal diese Türme hier platt mache. Klar, die gehen aber schnell kaputt. Und dann diese beiden Obelisken. So, Leute, dann verkauft das Ding bitte. So, weil das, die Kommunikationszentrale ist nämlich auch ein Radar, wie wir schon wissen. Also von daher sollte das doch jetzt klappen. So. Da kommt er gleich wieder mit dem Atomschlag, ne? Das ist so. Das wär's ja. So. Oh, Scheiße. Reicht da ein kleines? Da reicht ein kleines. Sehr gut, Leute. Da reicht auch ein kleines Kraftwerk. Ich möchte nämlich jetzt Geld eigentlich nur noch für die Mammuts ausgeben. Reparatur läuft. Reparatur. Alles klar, dann bau jetzt bitte. Oh, Stahlhagel. Das macht auch doch mal jetzt einen Unterschied, ne? Naja, wohl. Wir haben einen Stahlhagel zur Verfügung. Einen Raketenwerfer. Die halten halt nichts aus, ne? Und schaut euch das an, diese Armeen hier. Schwierig. Schwierig, Leute.
Aber, wie gesagt, das schaffen wir schon irgendwie. Wir haben ja die letzten Knüppelmissionen aber auch geschafft hier. So, ich probiere es einfach mit einer Übermasse an Mammuts hier. Schaut euch das an, wir haben genug Tiberium. Und wenn der seinen Sammler jetzt hier nach unten bewegt, dann ist der weg. So, wir haben doch schon das stärkste Arsenal, mein Gott. Es kann doch nicht sein, dass ich da so Schwierigkeiten habe. Ach, der wird nicht fertig, ey. Ich würde sagen, ich baue einfach 30 Mammutpanzer. Die werde ich auf jeden Fall erstmal da abstellen, genau. Dann werde ich den Ionenwerfer nehmen, einen hier vom Platt machen. Wobei der das wahrscheinlich nachbauen wird, aber nicht so schnell. Und dann werde ich hier die Basis zuerst angreifen. Nicht diese Hauptbasis. Weil die ist zu heftig. So. Da brauche ich aber einiges an Mammuts, ey. Das kann jetzt echt lange dauern, bis ich diese Armee zusammen habe. Auch wegen den Sammlern, ne? Auch wegen den Sammlern. Die Kohle, die reicht. Die hier ist, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Nee, was machst du denn da? So, was versucht der? Der versucht hier unten hinzukommen. Was? Was zur... was zur Hölle? Okay. Wer kommt hier hin? Ja, danke schön, dass du deinen Sammler hier hinschickst. Danke schön, dass du deinen Sammler in den sicheren Tod schickst. Lege. So, und dann haben die Minniken den auch gar nicht angegriffen. So, dass er gar nicht angeschissen kommt. Ne? So, Ionenwerfer abschussbereit. Den spare ich mir erstmal auf. Der Sammler, der wird jetzt eh platt gehen, oder? Ja. Und bam. Oh nein, was? Okay. Dann jetzt aber. Bam. Sehr gut. So. Dann habe ich seinen Sammler jetzt platt. Weiter geht's ja. So. Wo habe ich diese 5 Männchen her? Weiß ich gerade gar nicht, aber gut. Leute. 2 Flammenwerfer. Die sind kein Problem. Die nehme ich zum Frühstück. Blöde ist halt, dass der Ionenwerfer alleine nicht reicht, um das Ding platt zu machen. Nee, der reicht leider nicht. Aber ich kann ihn ja mal ein bisschen ärgern und versuchen, ein bisschen was platt zu machen. Ja, ja, ein bisschen was zu beschädigen. So. Sehr gut, Leute. Ein bisschen die Einheiten mal beschädigen. Ja, wobei, das sind eigentlich leichte Einheiten. Ne? Konstruktion fertig. Ja, gut. Oh, 2 Sammler voll. Sehr gut, ey. Gut, Leute. 9. 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Noch 21 Mammuts. Oh je, oh je. Die Nordis, die wollen es hier echt wissen, liebe Leute. Die wollen es echt wissen. Spannend. Finde ich echt spannend, diese Mission, Leute. So, aber da kann ich halt auch nichts machen, weil da überall... Nö, ich muss mich hier durchkämpfen. Ich muss hier durch. Bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Ich muss hier mit einer riesigen Mammutpanzerarmee muss ich da durch. Och. Das war's dann wieder mit meinem Plan. Was hat er mir jetzt hier weggenommen? Eigentlich nix. Ha. Eigentlich nix. Nur die Werkstatt. Und ein Turm. Ja, danke, dass du deinen Nuklearangriff verschwendet hast. Weißt du was? Ich glaube, ich brauche diesen Turm hier gar nicht mehr. Nee, irgendwie nicht. Gut. Dann kann ich gleich schon weiterbauen mit meinen Mammuts, ja. Konstruktion gut. Brauche ich hier auch keine Verteidigung mehr? Dann kann ich direkt weiter Mammuts bauen jetzt hier. So. 21 Mammuts. Oh Mann. Ja,
Terra-Atomschlag, der war ein Griff ins Klo, Kollege. So. Ja, die fahren auch vernünftig, das ist schon mal gut, ey. Hab ich da wieder einen Sammler gesehen? Konstruktion fertig. Nee. Der hat keinen Sammler mehr, geil. Beziehungsweise er kann keinen Sammler mehr bauen, weil er hier alles voller Panzer hat. Das heißt, bei dem ist jetzt erstmal Stillstand angesagt. Ja gut. Oh, der ist aber beschädigt. So. Dann reparier den bitte. So, Leute. 20 Bambus. Oh Mann. Ja, die werde ich hier brauchen. Ey, 10 Mammuts reichen doch nicht gegen diese Massen. Niemals. Also, niemals. Ja, ich werde da lieber nicht nochmal reinschießen, weil nicht, dass er sich da nochmal aktiviert dann. So. Leute. 4, 8, 12 haben wir jetzt. 12 Mammuts. Reicht für nix. Ne? Wie gesagt, reicht für nix. So. Geldmittel unzureichend. Fappet hier vorne hin, sag mal. Ich will nicht so lange warten. Reparatur läuft. Gut, aber wisst ihr was? Ich glaube, ich werde jetzt erstmal warten, bis wir die 20 haben. 20 Mammuts. Weil mit 20 Mammuts sollten selbst diese Türme hier überfordert sein. So, wir haben jetzt 13. Fahr doch da rein. In Ordnung. Oder... Was? Okay. Geiler Sammler. So. Bring die Kohle rein. 1500, ey. Meine Frosse, schon ordentlich. So. Ja, aber wobei... Die Orcas, die waren eigentlich sinnlos, dass ich die gebaut habe, ne? Die Orcas, die waren sinnlos. Scheiße, Leute. So. Neue Bauoptionen. Ja gut, egal. Ja. Ich habe eine Idee. Ich nehme mir jetzt seinen Tempel weg. Ich nehme mir jetzt seinen Tempel weg mit den Orcas. Das wird eine Heldenmission Orcas. So. Ziel wählen. Und... Nein, es reicht nicht. Och. Schaut euch das an, wie er das abgeriegelt hat. Oh Mann. Ja, das hat keinen Sinn, da mit Orcas reinzugehen. Definitiv nicht, ey. Oh Mann. Jawohl, Sir. In Ordnung. Die haben überlebt. Ja gut, dann... dann fliegt man da oben drüber. Ich will mal sehen, wo der noch Flachs hat. Keine mehr. Okay. Oh! Bitte was? Er hat sich hier blockiert. So läuft der Hase. Ach du Scheiße. Das ist aber... Ey, das ist unnatürlich, Leute. Der hat sich hier blockiert. Deswegen. Oh mein Gott, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Ohne Scheiße. Boah. Oh, haben wir ein Glück. Ein Bug. Wir haben also von einem Bug profitiert. Ausnahmsweise mal. Wir haben ausnahmsweise mal von einem Bug profitiert, ey. 16. So, 4 Stück noch. So. Ja, das muss doch eigentlich schon reichen. Oh, schaut euch diese unnormale Masse an Einheiten an. Wartet mal, ich bin in der Versuchung, es gleich erstmal bei den Mammuts zu belassen. Und danach... Aha, ich habe ja schon welche, aber danach einfach noch ein paar Männigen zu bauen. Für die Motorräder, die dann angeschissen kommen. Gar keine schlechte Idee. Gestoppt. So. Wird gebaut. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn wir 20 Mammuts haben, machen wir mal den Angriff. Beziehungsweise dann...
Oder mache ich den Angriff in der nächsten Folge? Dann habe ich die in dieser über eine Woche lang diese Mission hier. Oh mein Gott. Abartig, ey. Aber gut, ist halt eine Add-on-Mission. Ist halt eine Add-on-Mission. Und das, die Kohle, die reicht nicht mehr lange. Aber da habe ich echt Glück gehabt. Schau euch das an, was hier abgeht. Da habe ich echt Schwein gehabt, dass sie sich jetzt hier in die Quere kommen. Wenn ich jetzt nämlich einen Irrwerfer hier reinschmeiße, dann ist vorbei. Dann kommt er mit allem angeschissen und ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einfach alles platt. So. Boah, die kosten aber auch so viel, ne? 1500. Ja, gut. Konstruktion so. Wird gebaut. Bestätigt. Die Kohle, die reicht aber auch so ganz knapp, ne? Für die 15. Ach, für die 20. So, 20 Mammuts. Ja. Wie gesagt, und die Zeit spielt mir auch nicht gerade in die Karten. Aber gut. Machen wir die Mission halt in der nächsten Folge fertig. Ist ja auch okay. Zumindest für mich. Ihr müsst dann wieder zwei Tage warten. Ist ein bisschen blöd, aber was soll ich machen? Die Mission zieht sich halt. So, der kann die Reste wegsammeln, ja. Sehr gut, Leute. So, ich hoffe nicht, dass der jetzt noch mit einer Atombombe kommt. Weil das wäre übelst scheiße. Okay, ich würde sagen, ich speichere das Ding nochmal. Den ganzen Fortschritt jetzt noch nicht gespeichert gehabt. So, dann bauen wir bitte 10 Schützen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wenn jetzt wieder kommt, Atomarspringtor abgefeuert, ne? Konstruktion fertig. So, und du gehst bitte hier zu denen. So. Ja, manchmal kann man auch Manniken gebrauchen. So, dann gehst du mal bitte hier nach oben. So. Du fährst bitte rein. Und Sammler, du gehst bitte hier unten. So. Konstruktion fertig. So, perfekt. Dann habe ich jetzt auch meine Manniken für die Motorräder. Sehr schön. Dann ist das Team 2. Das hier ist Team 1. Und dann könnt ihr euch mal in Bewegung setzen. So. Ja, wobei. Wobei, Leute. Ich habe noch 2 Minuten, ne? Damit kann ich eigentlich schon den ersten Schwall. Kann ich eigentlich schon erledigen, ne? Oh, ich bin aufgeregt, Leute. Ich bin so aufgeregt. Das ist mein Angriff hier. So. Es kann auch sein, dass die Motorräder hier rauskommen, ne? Ich stell die mal da ab. So. So, genau. Stell die mal so ab, dass da keiner von trifft. Sehr schön. Einfach so als Unterstützung. So, Leute. Gut. Dann können wir loslegen. Ha. So. Dann... drauf da. Den wegmachen. So. Sehr schön. So. Und der kommt noch nicht mal angeschissen. Ja, das ist natürlich geil. Ja, jetzt. Jetzt geht's los, Leute. Die sind übel, ey. So. Okay. Oh, sehr schön. Alles klar. Und boom. So, Leute. Aha. Und die kommen immer noch nicht angeschissen. Ja, na dann. Das ist natürlich geil. So, Leute. Oh, da ist noch einer da oben. Noch einer. Oh Gott, ey. So. Wie viele hatten der davon? Boah, so. So, da kommt er jetzt. Ja, da kommt er jetzt. Ha, jetzt kommt er. So. Da kommt er jetzt angeschissen hier. So. Wehrt euch doch mal. Oh, 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 okay. Flammenpanzer. Ja, gut. Dann, vielen Dank. Aber hey, sehr gut. Wir haben den schon mal geschwächt. Das ist doch schon mal ein bisschen. Das ist doch schon...
Nuklearsprengkopf. Okay, Waffenfabrik. Scheiße. Scheiße. Das war Fail, glaube ich. Bam hier. Och, Sammler. Ja, das war jetzt gerade echt ein Fail. Boah, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sammler, was machst du? Ja, jetzt habe ich gar nichts mehr, ne? Ja, toll. Tja. Was soll ich jetzt hier machen? Wartet mal. Immer einen Mammut. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier machen soll, ne? Jetzt baut er wieder wie verrückt, ne? Ist klar. Muss ich vielleicht doch nicht diese Basis hier platt machen, ne? So. Einfach mal gucken, ob wir hier oben durchkommen. Weil vielleicht müssen wir ja gar nicht alles platt machen. Ich habe kein Geld mehr zum Reparieren. Jetzt kommt er wieder mit seinem Dreier-Spawner an, ne? Aha! Guckt mal da, Leute. Ionenwerfer. Bam! So, Leute. Ich glaube, wir müssen gar nicht hier alles platt machen, oder? Da ist der Delphi. Junge, du gehst mir auf den Sack. So, Leute. So. Aber wir müssen, glaube ich, einfach nur dieses Ding hier platt machen, oder? Ja, könnte. So. Gut. Kommen wir jetzt mit dem Mammut zumindest schon mal hier rein. Hey! Wartet mal, dann mache ich jetzt doch tatsächlich eine 30-Minuten-Folge draus. Den Tempel müssen wir nämlich einfach nur platt machen hier. Die Frage ist halt jetzt repariert. Ah. Ja, ich brauche da eine Ver. Nee. Leute. Nee. Das hätte ich jetzt echt für mies, befunden, ey. Oh, schaut euch das an. Der baut Einheiten ohne Ende, ey. Der Turm schießt gar nicht auf den Delphi. Okay. Interessant. Ja gut, aber ich glaube, Leute, deswegen war hier oben auch eben erleuchtet. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich einfach nur diesen scheiß Tempel hier platt machen und dann haben wir es schon. Ich kann nämlich mit drei Mammuts hier durch, genau. Ja, komm, schieß die Mauer platt. Und dann hier, auf den scheiß Tempel, los. So, haben wir es denn? Haben wir es dann? Oder müssen wir immer noch alles platt machen? Oh Gott, nicht euer Ernst. Wir müssen immer noch alles platt machen. Hm. Ja gut, aber wisst ihr was? Ich verkaufe das Ding mal. Ich brauche dringend eine Raffinerie. So. Dann muss ich mich komplett neu aufbauen hier. Mach mal die Flachse im Arsch. Da muss ich mich dringend neu aufbauen. So. Ja, toll. Kein Geld hier, ne? Bam. Ach, ihr Männchen, ihr geht mir ganz schön auf den Piss hier. So. Der Delphi, der hilft uns hier. Das ist natürlich cool. Aber wie ich mit den Mammuts gegen diese Masse an Motorrädern durchkommen soll, weiß ich auch nicht. So. Aber, ja, der rennt hier durchs Tiberium schön, ne? Das ist natürlich geil. Aber ich habe jetzt die Energie platt. Das heißt, die sollten eigentlich nicht mehr funktionieren. No mercy. Genau. Bam. So. Bam. Und ihre Energie platt machen aus.
Ja, genau. Tiberian Sun. So, hier unten ist... Ja, die Kohle, die ist jetzt natürlich weg. Ne, ist klar. So. Nehmt mal bitte diesen Strom hier platt. This is for the weak. Ah, bam. Und bam, und noch diesen Turm platt und dann die Flachs. Ich hätte nämlich gerne noch so einen Luftschlag. Ach, was... Ach, Leute. Ihr seid doch dumm. Ihr seid doch dumm, ey. So. Mach diesen scheiß Turm weg. Sehr gut. So. Von innen heraus auffressen. Okay, Leute. Aber bevor die Folge hier zu lang wird, liebe Leute, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und erzählt es gerne weiter. Lasst die Glocke läuten. Und ja, wie es hier weitergeht mit dem Plattmachen der Basis, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.